Herzlich willkommen, mein Name ist Vera, ich bin hier im schönen Neptunbad und freue mich, diese Stunde mit euch zu machen. Wir haben ca. 45 Minuten Zeit. Es ist eine Hatha Vinyasa Class, wo es gut ist, wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast, schon ein bisschen durchgeübt bist, so ein halbes Jahr, ein Jahr, dass du weißt, was so ein genereller Ablauf ist und dich selber auch ganz gut einschätzen kannst, dich ganz gut kennst. Heißt, deine eigenen Grenzen wahrnimmst und das wirklich so für dich machst, dass du dich wirklich wohlfühlen kannst und gleichzeitig tief gehen kannst. Wir brauchen vielleicht jetzt für den Anfang ein Kissen zum Sitzen. Wenn du hast, zwei Blöcke oder irgendwas, wo du die Hände draufsetzen kannst, falls du, wenn wir in die Hüften gehen, dich ein bisschen mehr abstützen möchtest als Hilfestellung. Ne? Insofern finde so ein bisschen deine Sachen. Wenn du magst, noch eine Decke für am Ende, wenn du dich zudecken magst, was für die Augen zur Endentspannung und dann findest du deinen Sitz und wenn du soweit bist, schließt du die Augen und wir tunen uns erstmal hier zusammen ein. Die Wirbelsäule ist lang, du kannst die Schultern einmal nach hinten und unten absenken lassen, Schneidersitz, du kannst auch den Fuß unter den Schienbeinbereich setzen, ne? Einfach wirklich gucken, was ist für dich stimmig hier, dass du stabil bist, aufrecht bist, gerade bist und ankommen kannst. Die Hände entspannt, abgelegt und erstmal einen Moment so dich einstimmen auf diese Stunde der Bewegung, der Atmung und der Präsenz, einfach wie es dir heute geht. Du richtest den Blick nach innen, auch wenn du vielleicht gerade auch immer mal in den Computer, in den Fernsehen reinschaust. Immer wieder erinnern, Yoga ist wirklich dieser Blick nach innen zu dir, zu diesem Moment. Dich selber fühlen. Und dann komm langsam, langsam in die Atmung. Heißt, die Atmung ganz sanft verlängern, vertiefen. Und einfach spüren, dass du atmest. Spüren, wo berührt dieser Atem diesen Körper, diesen Rücken? Wo merkst du den Atem? Und diesen Atem dann auch langsam, langsam vertiefen, verlängern. Wo immer der Geist ist, wo immer die Gedanken sind, die Disziplin ist hier, dich zurückzubringen. In die Atmung, in den Moment der Atmung. Wenn Gedanken kommen, auch kein Problem, einfach wahrnehmen, wenn du abgelenkt bist, okay, da ist Ablenkung. Zurück in die Atmung. Und dann nochmal einen ganz langen, langen Atemzug durch die Nase ein, wenn du magst, durch den Mund aus, richtig tief. Und dann gehen wir in eine etwas kräftigere Atemtechnik, Kapalabhati. Finde mit deinen Händen hier diesen Rippenbogenbereich, suchst du diesen Zwerchfell, das ganze komplexe Feld hier. Hilft manchmal hier erstmal die Hände abzulegen, Fingerspitzen können sich berühren. Du merkst, wenn du gegen diese Fingerspitzen drückst, wie dieses Zwerchfell arbeitet. Ja? Und das ist diese kräftige Ausatmung. Die wir ein paar Mal, wie so eine Pumpfunktion, das Bild ist immer dieser Blasebalg, der richtig kräftig in die Atmung geht und uns wach macht, energetisiert und das heißt eben auch diesen Schädel befreit.
fangen wir an, Energie kräftiger zu bewegen. Mach erst langsam, wir machen 3 Runden, du findest dein eigenes Tempo, kannst erstmal mit mir mitgehen und dann auch etwas schneller werden, wenn du das gut geübt bist. Ja? Lass dich tief einatmen und beginn Kapalabhati. Tief einatmen, einen Moment halten und tief ausatmen. Lange Ausatmung für die Pause nach der Ausatmung, der Effekt, der sich direkt einstellt. Ein paar Mal durchatmen und nochmal das. Wichtige ist hier auch nicht zu schnell zu werden. Es ist schon eine dynamische Atmung. Ja, du willst wirklich hier die Bewegung fühlen. Du kannst die Hände auch ablegen, Arme entspannen und dann nochmal, 2. Runde. Dein Tempo wählen, kräftige Ausatmung durch die Nase. Die Einatmung passiert quasi von alleine. Einatmen, Kapalabhati 2. Tief, tief ein, tief, tief aus, bleiben, lass den Körper regulieren durch seine eigene Atmung, warten, beobachten. Merken, wie Energie sich durchbewegt. Sich wieder langsam, langsam absenkt, ruhiger wird. Und dann 3. Mal tief die Einatmung und die Ausatmung.
Tief ein. Moment halten. Nabel leicht nach innen ziehen. Und gerne durch den offenen Mund ganz, ganz, ganz tief ausatmen, loslassen, Schultern absenken. Ein paar tiefe Atemzüge. Und immer wenn du brauchst, auch mal durch den offenen Mund. Kiefer locker, Gesicht weich. Und weil diese Kapalabhati-Atmung gar nicht so leicht ist für viele, die Hände einfach mal locker zusammenreiben. Und wenn du merkst, dass du ein bisschen angestrengt im Gesicht, einfach die Hände mal an dein Gesicht und dich einmal ausstreichen. Über die Wangen, über den Kiefer, über den Hals. Okay, und dann beginnen wir die Praxis. Kissen zur Seite. Blöcke oder Hilfsmittel zum Anfang der Matte. Komm in den Vierfußstand. Spreiz die Finger richtig weit auseinander, Knie hüftparallel, Zehen aufgestellt. Komm in die Streckung deiner Arme. Richte dich erstmal ein, hier den Nabel aktivieren und beginn den Rücken langsam, langsam zu bewegen. Durchtauchen, die Schultern mitnehmen, die Rippenbögen, Steißbein nach vorne rollen. Erst vielleicht mal so ganz intuitiv. Auch den Hals mitnehmen, den Nacken, wo immer Spannung sitzt. Lass dir Zeit, dich hier durchzubewegen. Kräftige Atmung, die es unterstützt. Und dann einmal sauber in diesen Katzenbuckel. Kinn zu Brustnabel hoch, Steißbein unter den Körper, maximal dich hochrollen, halten. Und dann dein Gesäß nach hinten, Herz nach vorne, Kinn anheben, Augen nach oben rollen. Und dann ein paar Mal, Kinn zur Brust, Blick Richtung Nabel, roll dich rund, atme aus, volle Ausatmung, warten, dann die Einatmung passieren lassen, die dich in die Gegenbewegung bringt. Katze, Kuh, paar Mal, aus, tief ein, schieb die Matte weg, ausatmen. Und noch einmal nach vorne oben einatmen. Setz die Füße hinten flach auf, bring dich zurück, setz die Hände hoch auf nach vorne, Blick zum Anfang der Matte, streck dich über den Rücken einmal lang und dann wander mit deinen Händen nach links, ganz nach links. Setz die linke Hand flach, die rechte Hand oben drüber und dann lass dich hier einmal in die Seite reindehnen, über die Schultern in den Rippenbogen, rechte Hüfte. Tiefe Atmung. Gleiches zur anderen Seite, wandern nach rechts, linke Hand auf die rechte und dann von hier fühlen, wo geht der Stretch hin, verstärken, vertiefen und trotzdem ankern, dass du merkst, es ist so weit, so tief, dass du bleiben kannst. Nicht zu viel und nicht zu wenig in dieser Form. Wirklich gucken, was ist die gute Mitte in allem, was wir hier machen. Nabel aktiv, Schulter über Handgelenke, Zehen wieder aufgestellt. Löst deine Knie, schieb dich zurück, die Knie sind noch gebeugt. Blick zu deinen Knien. Wir gehen noch nicht in den Hund, sondern haben die Knie noch gebeugt. Und dann lass dich von hier erstmal in die Kraft der Arme gehen. Blick zum Anfang der Matte. Wir müssen den Kopf bewegen, Kraft merken, in diesem Schultergürtel langsam aufbauen und dann beginnen langsam, langsam diesen Hund auszustrecken. Füße hüftparallel, Fersen tief, gerne mal hier auf der Stelle laufen, dass du so ein bisschen reinkommst in die Hüftseiten. Aktiviere, wenn du kannst, Beckenboden, Nabel, so lang und so oft du kannst, immer wieder halte dich in der Mitte präsent. Blick dann mehr zum Anfang der Matte. Bring deine Schultern nach vorne, einatmen lang tief, setz deine Knie ab, Nabel hochziehen, Arme eng am Körper, falte durch die Arme durch. Einatmen, roll nach vorne, nach oben mit dem Oberkörper, heb dein Herz, heb dein Kinn, roll die Augen zur Decke, ausatmen, aus der Kobra zurück zur Matte, Vierfußstand, Nabel hochziehen, Zehen rein,
zurück in das Kind und volle Ausatmung hier. Einatmen, Vierfußstand, Schultern über Handgelenke, Knie lösen, Knie wieder beugen, schieb dich zurück, Nabel aktiv, Beine strecken, Fersen zurück, Blick nach vorne. Einatmen nach vorne, Schultern über Handgelenke, Nabel hoch, Knie in die Matte und wieder Füße flach, durchtauchen, aktive Mitte und einatmen. Kleine Rückbeuge, nicht zu hoch, heb dein Herz und ausatmen, falte tief. Einatmen, Vierfußstand, Zehen rein, Down Dog. Dich wieder einrichten, ankommen, ankern, rechtes Bein lang hoch. Richtig hoch, linke Ferse mit hochziehen und ruhig diese Leiste merken, diese Verlängerung zur Decke. Blick zu den Händen nach vorne, Nacken ist lang. Linkes Knie aktiv, linke Oberschenkel aktiv, rechtes Bein aktiv. Halten, streck dich richtig lang durch und dann wirf das rechte Bein nach vorne, setz ab. Wenn du brauchst, kannst du jetzt hier die Blöcke nehmen, ja? Wenn das hilft, dass du bisschen höher bist, Hände auf die Blöcke, unter die Schultern, hinteres Bein aktiv, Ferse zurück. Heb den Blick nach vorne, erstmal ankern. Und dann kommen wir hier in den Beinstretch, langsam. Ja, langsam mit diesen Faszien, streck das Bein durch, Nabel zurückziehen, rechte Hüfte zurückziehen und dann wieder nach vorne, heb dein Herz, heb den Blick. Und wieder lang, ausatmen. Blick zum rechten Knie, rechten Schienbein. Denk an das Drishti, die Konzentration, der innere Blick. Wo ist die Aufmerksamkeit? Hier ausatmen, strecken. Einatmen, lang nach vorne. Ausatmen, zurück mit der rechten Hüfte. Noch einmal, einatmen nach vorne. Ausatmen und jetzt lang in diesen Stretch hineintauchen. Rechte Hand in die rechte Hüfte, zieh den rechten Hüftknochen einen Ticken zurück, fühl den Effekt durch das ganze rechte Bein. Setz die Hand gerne wieder nach vorne auf, falte tief, bleiben. Nabel aktiv, Rücken ist lang, ausatmen. Einatmen und bleiben. Gut, rechtes Knie nach vorne, heb den Blick nach vorne, Blöcke kurz zur Seite, Hände flach, Fuß zurück, Brettstellung, Nabel aktiv, zurück in die Erde, mit oder ohne Knie abgelegt, einatmen, kleine Kobra, heb dein Herz über den Vierfußstand zurück, wenn du magst, einmal nach hinten zum Kind und dann treffen wir uns im Hund, Fersen wieder tief, ausatmen, Achtung, Konzentration auf die linke Seite, heb das linke Bein maximal einfach nach oben, dass du merkst, wie groß du hier nach hinten und oben rüber reichst. Die rechte Ferse mit anheben, Blick nach vorne, halten, streck dich durch, schieb die Matte quasi nach unten weg und wird so ein bisschen warm in diesem Schultergürtel. Tief die Einatmung, Blick nach vorne, Fuß nach vorne, großer Schritt, nimm die Blöcke. Hände flach. Einatmen hier, nach vorne verlängern. Ausatmen, stretch. Wieder deine Zeit, in dieses linke Bein reinzukommen. Bein mit Hüfte, Bein mit unterem Rücken in Verbindung zu bringen. Mit der Atmung zu gehen. Beug dein Knie über Knöchel, heb dein Herz. Ausatmen, falte tief. Taste dich so langsam, langsam ran. Einfach, was ist heute möglich? Nabel zieht mit zurück. Einatmen kräftig, heb die Lunge, heb den Oberkörper, heb den Blick. Und ausatmen, falte tief, halte den Stretch. Linke Hand in die linke Hüfte, sanft zurückschieben hier. Ankern, ist die Hüfte parallel, ist linke Hand auf den Block. Nase, Stirn zum Knie, Schienbein falten und halten. Augen schließen, spüren, in diesen Körper reintauchen.
Was immer an Gedanken kommt, lass es zur Seite. Konzentration auf die Position, auf die Atmung, auf das, was als Empfindung hier durchläuft. Und dann lass das linke Knie sich wieder beugen. Blöcke zur Seite, Hände flach. Einmal noch zurück mit dem Fuß. Einatmen hier, Knie jetzt gern absetzen. Durch die Arme wieder durchtauchen, Arme ganz eng. Zieh die Hände ein kleines Stückchen mehr zurück an die Rippen. Heb dein Herz, Arme eng am Körper. Halten, Rückbeuge. Deine Tiefe, deine Höhe, deine Intensität. Und ausatmen, wieder absinken. Vierfußstand, Nabel aktiv, Zehen rein, das Kind atme aus. Okay, weiter geht's. Vierfußstand, Knie lösen, Down Dog. Und dann laufen wir einfach zu den Händen, mach zwei große Schritte, mit einmal mit links, einmal mit rechts. Falte tief, öffne die Füße direkt etwas weiter als hüftparallel. Bring die Hände zum Kreuz. Und dann lass von hier den Kopf ganz hängen, Oberkörper schwer und bring die Hände zur Decke. Wenn du kannst, die Hände fest zusammen, Zeigefinger pointet zur Decke. Beug die Knie nochmal und dann beginn langsam, langsam Beinen ticken mehr zu strecken. Und dann lass dich in dieser Schulter tief, tief öffnen. Kopf mal bewegen, Nein und Ja sagen. Auch hier die Mitte aktiv lassen, präsent lassen. Nabel leicht angehoben. Okay, beug dein rechtes Knie, zieh die Arme nach rechts, dreh den Kopf zur linken Schulter, Blick zur linken Seite. Achtsam. Und wieder wechseln, zurück zur Mitte. Linkes Knie gebeugt, Arme nach links, Blick nach rechts. Gut, zurück zur Mitte, falte tief. Und dann bring die Hände in die Hüfte. Nabel aktiviert. Langsam in den Stand kommen, zuletzt den Kopf auf den Nacken setzen, Schultern fallen lassen und von hier aus an den Anfang der Matte kommen. Hände zeigen nach vorne, kannst nochmal den Oberkörper ausrichten, die Augen schließen, wenn du stehst. Und von innen spüren, bist du in deinem Alignment, in deiner Ausrichtung, in deiner Mitte. Schulter über Becken, Becken über Knöchel. Kleiner Zeh, große Zeh verankert, innere, äußere Ferse fest, die Innenseite der Füße leicht aktiviert. Und schau mal, ob du den Mittelpunkt deiner Füße findest und den Stand so richtig in diesen Mittelpunkt deiner Füße gibst. Nabel leicht aktiviert, Beckenboden hält. Und dann bring deine Hände vor dein Herz, Schultern tief. Bring deine Hände über vorne nach oben in die Ausrichtung zur Decke, zum Himmel. Atme ein hier. Ausatmung, falte über die Hüfte zur Erde. Falte tief. Einatmen, einmal lange Rücken, so richtig dich nach vorne verlängern. Du kannst auch gerne die Hände auf die Schienbeine legen. Noch länger werden, Rücken ganz lang ziehen. Aktiver Nabel, ausatmen, falte tief an dich ran. Hände wieder rechts und links zur Erde und du hast Blöcke oder etwas, wo du die Hände drauflegst, wenn du brauchst. Lange Vorbeuge, ausatmen hier. Zieh die Ellenbogen zurück, nicht so sehr nach außen, eher zum Ende der Matte. Gut, bring dein rechtes Bein zurück, großer Schritt. Anker deine Füße, bring deine Hände nach hinten, Augen auf. Blick an einem Punkt, heb deine Hände nach vorne, nach oben, setz dich in die Mitte rein. Gern die Hände schließen, Zeigefinger zur Decke. Halten, Knie über Knöchel vorne, hinteres Knie, hinterer Oberschenkel aktiv, Nabel aktiv, lange Einatmung hier, Hände zurück in die Matte, ausatmen. Fuß zurück, Brettstellung, setz die Knie ab, Nabel aktiv und falte zum Boden. Einatmen, langer Rücken, heb dein Herz. Ausatmen, die Welle direkt in den Hund. Down Dog. Rechtes Bein nach oben einatmen. Rechtes Bein nach vorne ausatmen. Hände zurück, einatmen in die Länge nach vorne um.
Reinsetzen, Hände zusammen, Zeigefinger pointed, kraftvoll in den Armen, kraftvoll im hinteren Bein, Hände wieder zurück und falte tief. Einatmen über die Seite nach oben, hebt dein Herz. Ausatmen, Hände zur Mitte. Zweite Runde, einatmen. Ausatmen, falte. Linkes Bein zurück, Schritt. Blick nach vorne, Stabilität, Flexibilität, Hände zusammen, Streckung, einatmen, aus der Mitte dich verlängern, ausatmen, falte tief und zurück. Vinyasa, Brett zur Erde, deine Form durchzutauchen, Rückbeuge, wir treffen uns im Hund, ausatmen. Rechtes Bein fixiert, linkes Bein nach oben, einatmen und nach vorne ausatmen. Von hier bleiben, die Hände lösen, einatmen nach oben, ankern, verlängern, Kraftstand, zurück in die Matte, rechts vor, entspannen in der Vorbeuge, wieder Kraft in der Einatmung und Ausatmung, Zentrierung. Beine fest zusammen, Knie fest zusammen, zieh deine Hände zur Erde, Nabel aktiv, Steißbein leicht nach innen, bring deine Hände über vorne, leicht nach außen, Utkatasana. Du kannst hier spielen, noch tiefer zu gehen, den Po auch ein Stückchen mehr nach hinten zu ziehen, fühl die Länge im Kreuz, Schultern weit, Herz nach vorne, Brustbein führt, einatmen lang tief. Bring die linke Hand zum rechten Oberschenkel, rechte Hand nach rechts raus, öffne den Flügel. Utkatasana dreht, einatmen. Bring die rechte Hand über die Mitte nach links, linke Hand öffnet, einatmen, lang tief halten. Und zurück in die Vorbeuge. Zurück. Ganz zurück zum Ende der Matte, Schulter nach vorne ziehen, Gesäß ein bisschen höher, heb dein Brustbein, heb deinen Blick, Fersen nach hinten, einatmen, ohne Knie, einmal Push-Up nach unten, ausatmen. Hände ziehen zurück, heb dein Herz, du kannst hier bleiben, oder der nach oben schauende Hund, zieh deine Fersen quasi zueinander, Knie gelöst, Oberschenkel gelöst, heb dein Kinn, Nabel aktiv. Roll dich zurück in Down Dog. Ausatmen. Einatmen. Rechtes Bein nach oben. Beug dein rechtes Knie in der Luft. Lass dich mit dem rechten Knie in der Luft kleine Kreise malen, bauen. Richtig die Leiste öffnen. Gucken, wo ist die Grenze. Gucken, wo geht es lang. Okay, und dann nochmal löst das Knie, bring es unter dein Herz. Schultern kraftvoll, heb deinen Blick. Oberschenkel ist unterm Nabel, unterm Herz halten. Noch einmal, der einbeinige Hund mit rechts. Lang hoch. Und dann bring dein Knie, Oberschenkel nach links. Zieh hoch, Blick zum Anfang der Matte. Einmal quer. Kraftvoll nach hinten, letztes Mal. Und bring dein rechtes Knie zum rechten Ellbogen. Zieh hoch und halte. Letztes Mal nach hinten ein. Bring den Fuß zurück in die Matte aus. Vinyasa, Schultern vor, Knie in die Matte, Nabel aktiv, falte. Deine Wahl, die kleine Cobra oder Abdog. Wir treffen uns im Hund. Ausatmen. Linke Seite, Bein hoch. Leiste öffnen und kleine Kreise hier. Und wenn dir warm wird, wichtig fürs Immunsystem, dieses Schwitzen. Ja, lass dich von hier richtig schön nochmal in die Streckung, in die Kraft gehen. Gleich gehen wir in die Dehnung. 2, 3 Atemzüge hier. Achtung, linkes Bein lang hoch, einatmen. Klapp diesen Oberschenkel, dein Knie und das Herz, Schultern vor, Blick heben. Und zurück, einatmen, linkes Knie zum linken Ellenbogen, zieh ran, zieh hoch. Einmal noch nach hinten und dann das Knie zum rechten Ellenbogen. Einatmen hier,
Gut, bring den Fuß zurück nach hinten, setz deine Knie ab, bring dein Gesäß zu den Fersen, stell die Hände hoch auf wie so ein Klavierspieler, dass die Handgelenke jetzt entspannen. Lass den Kopf absinken und bleibe. Klein bisschen von rechts nach links, klein bisschen schaukeln und ausatmen. Lange Atemzüge, den Körper sich regulieren lassen. Zieh die Hände zu deinen Knien, bring die Hände zu deinem Kreuzbein. Achtung, einmal hoher Kniestand. Setz die Füße gerne hinten auf. Zieh den Nabel zur Mitte, quasi nach hinten zu den Händen. Roll die Schultern nochmal nach hinten unten. Zieh dich in die Länge und dann eine ganz sanfte Rückbeuge. Halte diese Mittellinie präsent von innen, das Gefühl, okay, die Mitte ist fest und aus dieser festen Mitte kann der Oberkörper sich ein Stück mehr nach hinten lehnen. Finde deine Form, deine Intensität, körperfreundlich, wenn du magst, mit den Händen einen Ticken mehr nach unten laufen. Öffne den ganzen Brustbereich. Nabel aktiv. Blick nach vorne, Blick nach unten, setz dich wieder zurück. Bring dein Gesäß nach links oder rechts, Beine vor. Komm in diesen langen Sitz. Die Hände entspannt, Schultern nochmal rollen. Okay, ein Twist. Wir bringen den linken Fuß an die Außenseite rechter Oberschenkel. Nimm ihn ruhig näher hoch. Du kannst von hier in diesen Stretch reintauchen. Du kannst den rechten Arm um den Schienbeinbereich herumlegen. Flex den vorderen Fuß. Blick nach vorne. Linker Arm zieht nach oben. Länger halten. Erstmal diese gerade Linie finden. Und dann rotier mit diesem linken Arm nach hinten. Finde den Platz, dass du dich stützt. Und schieb dich im Oberkörper langsam nach links. Achte darauf, nicht zu viel mit dem Nacken zu machen hier. Wenn du intensiver arbeiten willst im Oberkörper, rechter Ellenbogen an die Außenseite von diesem linken Knie. Daumen, Zeigefinger vielleicht zusammen und halten. Ja, such eine schöne und tiefe Drehung in die Brustorgane, in die Bauchorgane. Schließ die Augen. Beobachte das energetische Phänomen durch den Flow von vorher, wo die Wärme jetzt so hingeht. Lass dich hier nochmal ganz tief einatmen. Und mit der Ausatmung, wir lösen nach vorne, wir lösen langsam nach rechts. Dreh dich ganz nach rechts, setz die Hände ab, Kopf entspannen, aufdrehen. Wir wechseln linken Fuß vor, wir wechseln rechts über links. Zieh den Fuß aktiv hoch, anker jeden Zeh in die Matte. Linker Arm umarmt das Schienbein, Rücken ist lang, recht hoch. Rotieren, ankern und dann drehen. Und auch hier, wenn du möchtest, hakel dich etwas intensiver an den Oberschenkel außen, wenn es Sinn macht. Wenn du merkst, du kannst immer noch tief reinatmen, es ist angenehm, es ist öffnend und es wird nicht direkt zu eng. Und dann halte den Twist, zweite Seite. Gut, zurück in die Mitte einatmen. Gerne auch hier in die zweite Seite öffnen, ausatmen. Zurück zur Mitte, beide Füße an dich ran. Schmetterling, Fersen richtig zu dir ran. Du kannst so klein bisschen ganz sanft nur diese kleine Vibration einladen. Oberschenkel innen, Hüfte, Sitzbeine sind fest.
Und dann von hier aus bring die Ellenbogen, soweit es reicht, je nach Länge der Arme, an die Waden oder wo immer sie hinkommen. Falte lang nach vorne, du kannst dein Brustbein nochmal anheben und dann eine satte Vorbeuge in beide Hüftseiten. Schau mal, ob das ganz gleichmäßig sich anfühlt. Linkes Bein nach außen, rechtes Bein nach außen. Du kannst den Nabel immer noch leicht halten und trotzdem versuchen, tief in den Bauch reinzuatmen. Die Einatmung führt dich wieder zurück, die Hände an die Außenseite der Knie. Lass dich von hier zurückkommen. Zieh deine Füße so nach vorne, setz dich mittig. Fersen flach in die Matte, Hände nach vorne, also Füße aufgestellt meine ich. Die Hände etwas mehr nach oben und du kannst gerne nochmal über die Bauchmitte dich Kinn zur Brust langsam, langsam zurückrollen, rund werden. Du kannst hier gerne auch noch zwei, dreimal nach oben, kraftvoll in die Fersen. Einatmen über die Knie außen mit den Armen nach oben. Länge und ausatmen, Kinn zu Brust. Merk, wie der Bauch greift. Zurück, zurück, zurück. Einmal noch. Einatmen lang tief. Und dann jetzt den ganzen Weg nach unten Richtung Rückenlage. Ausatmen tief, die Hände weit, Handflächen nach oben. Bring deine Knie zum Oberkörper. Und die Knie einmal in der Luft so kreisen lassen, einen großen Kreis malen. Okay, und dann nimm dein Becken nach rechts, kleinen Hüpfer. Bring deine Knie nach links. Du kannst Variante A, die Knie einfach hier ablegen lassen, Kopf nach rechts nehmen. Und diesen diagonalen Verlauf nochmal merken, Richtung rechte Schulter, Rippenbogen. Wer möchte, kann auch das rechte Bein sich ausstrecken lassen. Linke Hand greift zum Knöchel oder zum Fuß. Rechtes Bein ist lang. Variante 3, den unteren Fuß greifen, wenn die Arme lang genug sind. Und dann hier beide Füße halten, rechte Schulter zur Erde und deinen Twist finden. Ein paar Atemzüge hier. Und wir lösen, holen uns zurück zur Mitte, einfach das Becken wieder parallel setzen, Knie wieder zum Herz, mal in die andere Richtung rotieren, anderer Kreis, mit nach links, nach vorne. Massier so ein bisschen den Darm, wenn der Bauch anfängt zu blubbern, gutes Zeichen, kommt Bewegung rein. Okay, und dann bring dein Becken nach links, Knie zum Herz, Knie entweder einfach nur ablegen, genießen, easy twist, oder das obere Bein ausstrecken Richtung rechte Hand, unteres Bein lang, wer möchte unteren Fuß greifen und dann von hier nochmal den Kopf ausrichten, ein paar Momente hier bleiben. Zeit zu lösen, Zeit zurück in die Mitte zu rollen, gerne einmal kurz das Happy Baby, Knöchel über Knie, du kannst auch nur an den Knöcheln greifen, an den Schienbeinen greifen oder in die Füße von außen, von innen, Kopf nochmal anheben, Kinn zur Brust,
Wer mag so ein bisschen schaukeln hier oder einfach still bleiben, entspannt. Lange Atemzüge. Und dann gleite jetzt in die Rückenlage, dass die Füße sich öffnen, nach außen fallen, Hände drehen nach oben, heb die Schultern nochmal ab. Du kannst dich zudecken, Socken anziehen, dir was über die Augen legen, wenn du magst. Und hier ist einfach loslassen, einfach liegen, spüren. Ich persönlich würde diese Position niemals auslassen, ich würde lieber kürzer üben, aber am Ende immer noch Shavasana halten. Als Integration, als Meditation, als ein Kontakt, momentan ganz passiv zu sein, jeden Muskel weich zu lassen und einfach nur zu merken, ich bin hier, ich bin jetzt hier. Im Moment gibt es kein Problem. Es ist einfach nur ein Moment auf der Matte in Stille. Wenn immer der Kopf anfängt zu denken, wieder in die Zukunft zu gehen oder irgendwas von der Vergangenheit zu bewerten, merken, dass du jetzt einfach nur hier liegst und entspannst. Ein paar Minütchen Stille. Und ihr könnt natürlich so lange in der Rückenlage jetzt bleiben, wie ihr möchtet. Sollte es für dich rund sein, nimm dein Knie in Beugung, links oder rechts, Hände an Schienbein und kannst dich von hier aus einfach aufsetzen. Du kannst auch über die Seiten rollen. Lass dir Zeit, lass dich erstmal durchatmen. Zum Abschluss als auch formaler Sitz. Wo du aufstehst und weiter in den Tag gehst oder in den Abend gehst, wo immer du gerade bist, dich nochmal einen Moment ankern im stillen Sitz. Merken, wie diese Praxis gewirkt hat, Effekt im Körper. Hoffentlich auch ein Effekt im Geist. Vielleicht ist es ein Ticken ruhiger geworden da oben. Okay, wir nehmen die Arme einmal noch nach oben, im großen Kreis. Die Hände berühren sich über der Krone für sie zur Stirn. Anerkennung für dich und deine Praxis, dein Üben. Hände vor die Stirn, Hände vor dein Herz. Wenn du magst, noch nach vorne eine Verbeugung vor was immer dir wichtig ist. Und dich einen Moment falten lassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und alles Liebe weiterhin. Dankeschön.